Achso, hallo und willkommen meine lieben Freunde, ich bin's euer Odo, zurück mit einem Let's Play zu Europa Universalis 4. Wir sind gerade dabei, den Papst den Hintern zu versohlen, weil er es tatsächlich gewagt hat, Gebiete zu besitzen, die dem Kaiser gehören und sich nicht uns unterwirft. Tja, und wir zeigen ihm, wo der Bartel den Most holt. Mehr oder weniger. Wir haben schon zweimal die Belagerung von Wien aufgehoben. Das ist zwar immer ein wenig heftig gewesen bis jetzt. Aber ich glaube, es sollte jetzt einfacher werden, weil wir Siena aus dem Kampf rausgenommen haben. Weiß ich nicht genau, wie viele Truppen der Papst und sein Vasall noch haben. Nicht so viele. Es ist schon ganz gut, dass Siena auch nicht mehr dabei ist. Wir haben dadurch ein bisschen Geld gekriegt, bauen jetzt auch in Wien eine Kirche, die wird unsere Steuerleistung erhöhen. Finde ich alles recht gut. Ja. Und in der Zwischenzeit werden wir versuchen, Rom zu erobern. Schauen wir mal. Ich habe außerdem, wie ich mir das angeschaut habe, gesehen, wir sind relativ knapp davon entfernt, eine von diesen Aufgaben zu erfüllen. Und zwar die Secure Electors Aufgabe. Wir brauchen zumindest fünf Kurfürsten, die uns wählen würden und mindestens eine Opinion von 100 von uns haben. Und derzeit... falsch. Derzeit ist es so, wir haben da 1. Ah, der hat nur plus 90, das ist ärgerlich. Der hat auch 102. Der hat 102. Der hat 84. Okay, wir haben insgesamt 5, die knapp an den 100 sind. Und die 2 wählen uns zwar noch nicht, aber sind auch knapp an den 100. An dem, dass sie uns wählen. Also Sachsen, den werden wir jetzt wahrscheinlich den Typen wegholen, und wenn wir zu Trier oder zu Köln schicken, schicken wir zuerst nach Köln. Ja. Machen wir noch glatt. Sachsen müssen wir irgendwie anders dann schauen, dass wir auf die dazu kommen, dass er uns wählt. Vielleicht werden wir ihm irgendwas, ja, ein Geschenk schicken oder so irgendwas. Damit wir diesen Auftrag erfüllen, der wäre nämlich super, weil dadurch nämlich dann unser Prestige steigen würde und unsere diplomatische Reputation wäre auch größer. Das wäre super. Mehr Prestige bringt im Übrigen auch Vorteile. Und zwar, je mehr Prestige man hat, desto stärker ist die Moral der Armee. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Außerdem verbessert es unsere Legitimität, verbessert unsere Beziehungen mit anderen Völkern, senkt unsere Kosten für Aggressive Expansion, ja, und solche Sachen. Merchant Defects, our use of Mercantilism, Mercantilist Policies, bla bla bla, frustrates, das hatten wir doch schon mal, oder? Ehrlich. Ich weiß nicht, was Mercantilismus macht, aber ich glaube, es ist gut. Wäre es irgendwie recht, wenn man das da blockieren könnte noch? Aber mit den paar Schippernakeln, die wir da haben, ist das natürlich so eine Sache. So, die bauen aber leicht.
Chips, so viel halt geht. Nach. Obwohl man die einzelnen Gürtel beide. Gürtel und Trevisor. Okay. Venezianische wenn wir da mit unseren Truppen reingehen, fürchte ich, wenn wir nicht auf unter 9 kommen. Was wir machen könnten, wäre die Autonomie erhöhen. Das hat den Vorteil, dass der Unrest um 10 runtergeht, hat aber den Nachteil, dass wir da auf 75% Autonomie kommen und das bedeutet, dass wir noch weniger Einkommen in diesen Gebieten haben. Und das sind eher starke Gebiete sogar. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir mit den Truppen da stehen. Der Papst hätte gerne Frieden. Ah, verdammt, das wollte ich nicht weg. Ich wollte mal anschauen, was er denn bietet. Vielleicht genügt das eigentlich schon, was ich gemacht habe. Vielleicht muss ich Rom gar nicht erobern. Vielleicht kriegen wir einen Friedensvertrag. Ist so auch. Vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Du komm doch mal zurück. Wir hätten gerne Romagna, weil das steht in unserem Vertrag, Ancona, weil das haben wir halt auch. Urbino, auf dem haben wir auch einen Claim. Das würde echt jetzt. Bist du deppert? Ist das viel oder wenig? Oder was weiß ich? Keine Ahnung. Lass mal Urbino weglassen. Ich nehme extrem viel. Naja, aber nicht ganz so, oder? Mit weit weniger 146 Länder. Da sind nur auch 146 betroffen. 2 bis 39 und da ist 3 bis 59. Ich mag nicht wieder eine. Ich mag nicht, dass da eine. Ancona brauchen wir auf jeden Fall und Romagna sollten wir auch nehmen. Einfach weil beide gute Provinzen sind, um die Renaissance zu kriegen. Wenn wir Urbino auch nehmen würden. Warte mal, wir könnten Urbino als Vasall nehmen. Das würde weit weniger vielleicht nicht, das würde weniger kosten. Ich brauche den nicht unbedingt als Dings, ich brauche den nicht unbedingt als... Wenn er mein Vasall ist, akzeptiert er dann die Herrschaft? Das ist jetzt natürlich eine Frage. Schauen wir uns mal an, wie schaut es aus? Was steht da bei den Aufträgen? Was müssen wir machen, damit das nicht... Rain in Italy. In the Empire or a Vassal of the Emperor. Ah, okay, das heißt Vasall vom Emperor gilt auch. Das heißt, wenn wir sie vasalisieren, würde das funktionieren. Das ist eine interessante Idee. Das Problem ist, wir haben schon unser Limit an wir haben schon unser Limit an
heißt das? Wir haben bereits unser Limit an Beziehungen. Das heißt, wir würden dann einen Diplomatiepunkt pro Runde verlieren. Aber wir könnten dafür Romagna überlassen. Weil Romagna brauchen wir eigentlich gar nicht selber und uns nur Ancona behalten, damit wir dann Umbrien und in weiterer Folge Roma erobern können. Das wäre natürlich auch cool, dass wir nur Romagna nehmen und den Papst als Vasallen. Uff, das macht 4 bis 80 Aggressive Expansion, bist du deppert. Irre viele Diplomatiepunkte. Ich will nicht, dass sich irgendwelche Allianzen und Koalitionen gegen mich bilden. Das ist echt mühsam und ganz schrecklich. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Dieser Peace Deal kostet uns null. Links, also macht 3 bis 59 Aggressive Expansion. Auf jeden Fall dein ganzes Geld. Ich glaube, wir müssen Rom trotzdem erobern. Aber er wäre schon glücklich, wenn er ausscheiden könnte. Na gut, nein, wir müssen Rom auf jeden Fall erobern, weil Urbino zählt nicht als Fort in der Gegend. Wir können diese Gebiete nicht erobern. Das zieht zu Central Italy. Das ist dieses Gebiet hier. Naja. Emilia egal. Wir überlegen uns das, wenn wir dann Dings, wenn wir dann Rom erobert haben. Gut, wir haben da jetzt diese Typen stehen und es geht um 4 runter. Wenn wir diese 16.000 Mann da stehen haben, also 4.000 Mann, machen quasi einen Punkt weniger. Was, wenn ich hier, warte mal, den Schwächeren von den beiden Gebieten, 15, okay, die machen beide gleich viel Gewinn. Aber
Also wenn ich hier die Autonomie erhöhe, denen darüber gehe und hoffe, dass der Krieg bald zu Ende ist, dann haben wir hier nämlich noch einmal 12.000 Mann. 16 und 12 sind 28. Das wären noch 7 weniger. Hm. Ja, wahrscheinlich auch nicht safe. Besser werden, wenn der Krieg zu Ende ist, weil dann die War Exhaustion sinkt. Hey, hörst du auf damit? Mach Pause bitte, wenn so ein Ereignis kommt. Last Jousting Tournament. We can feel it in the wind. Soon our equestrian elite will be nothing more than a dream remembered as this chivalrous tradition dies out before the onslaught of modernity. The world is changing. But for now, for one last time, let the Knights of Austria ride. Forward to glory. Kostet uns 30 Administrationspunkte und 44 Dukaten. Wofür? Für einen Boost für die Armeemoral. Hier die Army Tradition steigt. Und hier Prestige. Und so verlieren wir 5 Prestige. Ah, oh, vor allem die 30 Administrationspunkte tun einem weh. Hätte es nicht irgendwas anderes sein können? Irgendwas Sinnloses? Ich habe keine Ahnung, was von den beiden soll man nehmen. Prestige verlieren. Oder Geld und Administrationspunkte für bessere Moral. Nein, verlieren das Prestige, das passt schon. Wieso das? Die führen Krieg gegen Florenz. Nö. Interessiert mich nicht. Kümmert euch um euer eigenes Gebiet. Wieso wollt ihr doch nicht durch? Wo sind eigentlich diese wahnsinnigen Typen hin? Da sind sie. Waldstädte. Waldstädte überhaupt. Was da? Jetzt sind offensichtlich da. Versucht sein, eine Stadt zu retten. Wir sollten mit dem Entsatztier kommen. Nicht, dass uns das in irgendeiner Weise gelingt. Okay. Okay. Ich glaube, er hat sich schon wieder anzurecht. Sind wir vor ihm da wahrscheinlich, oder? Sonst würde dieses Symbol nicht da sein. Will ich mit ihm kämpfen?
Hey, wir sind schon auf 0% runter. Yay, wir sind so gut. Vielleicht schaffen wir diese Belagerung sogar irgendwann einmal noch. Finde ich gut. Komm schon, Fall. 13 und beim 14er. Wenn man 13 und 14er würfeln, dann fehlt es. Okay, jetzt auch schon beim 12er. Sehr gut. Geht darüber, um die Stadt zu belagern. Also sehr gut ist es natürlich nicht, die plündern nur die Stadt und das ist unangenehm, aber 28% schon. Besser wird's nicht, Freunde. 10 bis 14 dürft's würfeln und dann fällt die Stadt. Die Musik war weg. Und ist weg. Komm schon. Ein 12er, ein 10er, ein 14er, irgend sowas. Wieder ein 9er. Ich finde das Deserved. Ne, irgendwann mal wird das dann noch besser. Ah, die greifen mir wieder hinan. Cardinal Minister, one of the cardinals in Austria has proven. Wir haben einen Kardinal? Wer war das? Has proven to be a skilled administrator and already provides useful advice to the Archduke. At this point, making him into a minister. Blablabla. So, warte mal, Pause. Wir können ihn zum Minister machen. He has aided us well so far, so let us get the formality over with. 5 Einfluss für die Clergy, wir kriegen und wir bekommen minus 5% Stabilitätskosten, plus 1% Missionary Strength, beides ist uns wurscht. Tolerance of the True Faith, plus 1%, das ist nicht so schlecht, das wieder unser, das könnte unser Problem mit den Rebellen etwas lösen. Und plus 0,5 Papal Influence ist, glaube ich, sehr gut. Oder 10 Prestige. Was macht Prestige noch einmal? Trade Power, Moral of Armies, Mercenary Costs, das ist uns wurscht. Spy Detection, Legitimacy. Ich glaube, das ist sogar besser so. Wir können auch mit den 5 Einfluss der Clergy leben. Könnten wir diese Stadt bitte jetzt endlich einnehmen? Damit wir dem grausamen Spiel ein Ende machen können. Komm schon.
als 2000 Mann. Vorher meine Stadt ein, da diese Kröten. Wie kommen die noch immer auf so viele Truppen? Der kann doch schon keinen Manpower mehr haben. So, wir sind jetzt auf 3,7. Noch immer nicht hundertprozentig aus. Gemerzt, aber immerhin. Vielleicht reicht es dann schon, wenn wir diese 12.000 nachher nachschicken. Wir müssen auf 0%. Achso, Mist. Das habe ich total vergessen. Wir müssen da ja auch noch weitermachen. Trier, du bist noch nicht auf 100. Wir machen Improve Relations. Oh, ich sehe gerade, die würden uns alle 5 wählen. Ausgezeichnet. Du hast 130 Relation, du hast 135, du hast 109, du hast 102 und du hast 84. Das heißt, wenn wir Trier noch auf über 100 kriegen, haben wir diesen Auftrag erfüllt. Das habe ich nicht erwartet, dass uns das so gut gelingt oder so einfach gelingt. Ha, wir haben Rom erobert. Bist du wahnsinnig, bin ich froh. Gut, dann kommst du zurück. Ah, wir warten noch. Jetzt kommst du zurück. So, aber jetzt sollten wir eigentlich unsere Forderungen durchsetzen können. Wenn wir das so machen. Das ist echt heftig. 59. Ich weiß nicht, wie viel das vorher war, dass wir niedergeschlagen oder niedergedögelt wurden von den anderen. Wenn ich Umbrien Urbino nicht nehme, können wir dann verlangen, dass er Avignon freilässt? Nein, wieso nicht eigentlich? Ah, weil ich dort kein Vorerober, weil ich es nicht erobert habe, einfach und aus. Deswegen nicht. Da irgendwas. Okay, wir könnten verlangen, dass er kein Vasallen mehr ist. Das würde zwar die Aggressive Expansion nicht ändern, aber unsere Diplomatie-Punkt-Kosten. Oh, was ist damit? Oh, das kann man auch nicht verlangen. Schade. Wollen wir die Trade-Power haben? Ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich die Trade-Power haben will. Lieber wenn wir das hier. 52. Sollen wir es riskieren? Wir könnten einfach abspeichern und schauen, was passiert. Wenn ich das schon mal gemacht habe, wieso nicht? Nein.
geschlagen haben. So, macht das einen Unterschied mit der Aggressive Expansion, ob ich Upino als Vasall nehme oder ich Upino einfach erobere? Ja, als Vasall macht es weniger Aggressive Expansion. Frankreich kriegt auch 25 mit dem Frankreich in der Koalition. Das wäre katastrophal. Das würde uns umbringen. Egal ob wir Dings sind oder nicht. Machen wir den einfachen Frieden. Machen wir Trade Power. Und schon haben wir Frankreich in der militärischen Koalition gegen uns. Ich meine, ich habe genau nichts. Ach Gott, ich hasse euch. Wie soll ich denn das machen? Ich meine, ich habe doch da eh schon die Gebiete quasi. Ah, na gut. Und noch eine der Koalition. Na supi. So. Decline of Hungary. Okay, immerhin das können wir machen. So. Was wir auf jeden Fall machen hier. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich kriegen die jetzt Obe-Extension. Das war nicht klug, war wahrscheinlich nicht klug, was wir da gemacht haben. Jetzt hassen uns die wieder alle. Idioten. Okay, wisst ihr was? Das nächste Mal werden wir neu laden und wir werden den Friedensvertrag anders machen. Wir werden ihn mit weniger Overextension machen, freundlicher und unangenehmer und weniger unangenehm für alle. Ja, das machen wir. Herrschaften, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.